Da ist noch eine Karte. Düsseldorf. Hopsara. Wo willst denn du hin? Na, so geht das nicht. Einsteigen bitte bei der Onkels ins Konzert. So. In die Uhr. Komm her. Jetzt habe ich mal einen Knast gemacht. Hab's Frauchen. Das Frauchen hab ich da reingemacht. Ja. Einfach nur Ideen. Ui, jetzt hast du den Reis zwischen die Beine. Eieiei, na wenn schon, dann richtig. Okay. So. Weiter geht's. Ja. Wer spielt mit mir? Ich Keno. Hier hab's mal 121 Euro gewonnen. Noch gar nicht so lange her. Hihihi. 1 Euro. Bei 3 Zahlen, 2 richtig. Und da 100 Euro. Jo, das ist Wolle. Und das ist Wolle. Damals in Laubach. Ha, Oldie Night. Da ist er. Mit der Flasche Bier in der Hand. Anders waren die Leute das gar nicht gewohnt von mir. Und hier ist es Brüderchen. Na komm her, wo bist du? Da steht er. Der Rainer. Der Rainer aus Sachsen. Ja, die Gitarre habe ich auch mal im Knast angefertigt. Das auch Zeitsignal in der Schreinerei. Jo. So. Mit wem spielen wir denn heute? Das war die Frage. Das ist noch Altchemnitz. Jo, dann die Buddies. Lord Uli, Wolle, Maschine, die Lords, wer von den Buddies, Mann. Und diese Karte, die habe ich auch mal im Knast gezeichnet. Huhu, ich bin Prophet. Komm her, bis ich in die Sonne sein. So. Ja, was steht hier? Wir sind das, was jetzt passiert. Hört immer auf euren eigenen Klang. Bilder sind nur eingeschränkte Darstellungsform von Worten und Bildern. Sie sind die Wortwahl selbst. Symbole, Farben, Bilder. Das ist es. Alles ist nur Erinnerung. Und das vorhandene Wissen ist doch in allen. Jo, das ist die Meinung. Wann war das? Mal schauen. Am 18. Februar 01. Jo, im Knast gemalt. Als der Prophet Zeitdiener. Da habe ich noch damals reingeschrieben. Hurra, ich bin Prophet. Nein, hurra, nur Prophet. Ja. Man muss nichts, aber sollte. Sollte. Ja, das sind alles noch Bilder. Im Anlauf sind das Bilder. Das sind 5 Mundharmonika. Das ist auch noch nicht fertig. Ja, auf ins Licht kann ich da nur sagen. Auf ins Licht. Und wer über sich selbst lachen kann, der hat's geschafft. Die Gitarre, die habe ich mal im Knast in der Schreinerei angefertigt. Na, die Saiten sind nicht echt. Die sind aus Faden. Und da ist das Zeitsignal. Ich drehe es extra mal um, damit man es besser sehen kann. Ja, hier bin ich am Malen. Noch nicht fertig. Da bin ich am Malen. Das bin ich. Ich kann sehen. Ich kann hören.
Ich kann gehen den Weg vom Feuer ins Licht und nichts weiter wie ins Licht. Ja, das war Sri Lanka, habe ich mal geschenkt bekommen. Und das Brüderchen, Stiefbrüderchen, ist auch schon im Jenseits gegangen. Jo, das Mutchen da ohne auch. Und die Christine, die will von mir nichts mehr wissen. Die schätzen alle falsch. Wirklich falsch. Ich bin für sie der Durchgeknallte. Und dann ziehen sie sich zurück. Die Angst. Die Angst, die Angst, die Angst. Das ist Wolle in Action. Wolle, das Zeitsignal. Pro Materica. Denn ich bin auch Heavy Metaler. Und viele Onkels. Und auch noch Metallica. Da ich ja nichts Geld habe und Bilder verkaufen möchte, wie gesagt, die Hälfte ist noch nicht fertig, Sonnenblümchen, habe ich heute das gemalt. Ich nutze also Versuch, solange ich nichts Geld habe, alles von vorne und hinten zu malen. Auf dem Boden oben habe ich noch mal so circa 50 Bilder, die alle vorgemalt sind. So wie die jetzt zum Beispiel. Oder wie das. Das ist vorgemalt. Die hole ich mir nach und nach runter. Dann werden die alle gemalt. Komm her, Feuerwerk. Du darfst wieder an die Türe. So. Wumms. So, siehste. Ja, das sieht auch schön aus. Werden wir schauen. Ich brauche unbedingt diese Flasche. Ja, das ist für die Bilder zum Vernissen. Für eine Spree. Wer schickt das? Wo bist du? Da ist sie. Ja, das komisch, wie das drauf kommt. Ich bin in keine Farbe. Da ist die Harfe. Ich bin in keine Farbe reingekommen. Mit der Hand. Komisch. Hier geschehen Sachen. Wolle, mit dir kann man aber wenigstens was anfangen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich jetzt Zeitsignal weiß. Kein Anschluss dran. Nee, lieber nicht. Hat Jimi Hendrix gemacht. Das da, die ich da gebaut habe, gebastelt in der Schreinerei, die da mit den Fadenseiten ist der Mitspieler, der Unsichtbare. Nicht lauter machen, Wolle. Sei vernünftig. Vor 3 Tagen stand früh um 6:30 hat es geklopft draußen. Ich habe es einmal gehört und danach folgte ein lauteres Klopfen. Und das bin ich vom Frauchen gar nicht gewohnt. Sie fuhr ja früh, die Tochter, zu dieser Arbeitsvermittlung, wie man lernt, sich zu benehmen. Eieiei, mir wird schlecht, ich rede lieber nicht weiter davon. Sie schauen also nur auf das Äußere und nicht mehr nach dem Inneren. Ja, da klopft es 3-mal laut. Ich
dachte, jetzt gehst du raus. Aber der Gedanke war, Frauchen, die Tochter gefahren hat, hat einen Schlüssel vergessen. Vergessen gibt es ja nicht, liegen lassen. Ich raus, die Tür auf, wer steht draußen mit dem Nachthemd? Der Vermieter. Ich verstand Nasch gar nicht, aber klar und deutlich. Er sagte, sag mal, geht's noch? Ich sag, okay. Es war einfach ziemlich laut. Das kam daher. Mir war eine Seite am Tag vorher gerissen. Und ich fand noch eine. Da habe ich den anderen, die anderen Teile. Und da mir der Volker damals Seiten schenkte zum Geburtstag. Da habe ich natürlich gleich die alte E-Seite, weil ich die ja aufgehoben habe, die anderen, die ich abgewickelt habe, hier drauf gemacht. Man hört sie. Da hatte ich noch die H-Seite mit reingeschmuggelt. King Kong, King Kong, King Kong. Kann ich den ganzen Tag machen. Ja, und die Seite, die wollte mein Herzbuch da wohl ausprobieren. Da war es ein bisschen zu laut. Das habe ich richtig laut hochgezogen. Das ging wirklich aufs Ohr. Da ist der Herr Vermieter schnell aus dem Bett rausgesprungen und erschien bei mir mit Nachthemd. Naja, das kommt nicht wieder vor. Das kommt nicht wieder vor. Megans. Megans. Der Logo Onkels. Und das habe ich genauso gespielt, aber kräftig. So ist man. So, jetzt werde ich üben. Und damit es da draußen niemand so langweilig wird, sehen wir uns später wieder. Okay, danke fürs Zuschauen. Voilà, das zeigt sich mal.